Angst! Laster! Zeit, den Tempel zu kippen. Ja, Vater. Sagen wir doch nicht mehr, den Tempel kippen. Das ist ganz normal. Falls das hier nicht funktioniert, denk dran, Tyr hat guten Grund für diese Hindernisse. Er macht die Jötunheim für Odin unerreichbar. Aber es herrscht kein Frieden. Stimmt, aber es gibt Hoffnung. Wir arbeiten alle zusammen. Das ist Eintracht. Genau das sagte die Rune auf der Tür. Wir folgen Tyrs Wegen. Aus den Beinen heben! Weiß er. Ich will. Falls einmal hohe Gewalt die Antwort sein sollte, bin ich froh, auf deiner Seite zu sein. Und wir sind nicht tot. Ein echtes Plus. Da, links. Von da aus können wir rauf zur Weltenreisekammer klettern. Siehst du, Mimir? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Hindernisse. Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Vater und ich. Du und Freya. Brock und Sindri. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein gutes Team. Und das ist Tyrs Prüfung.
Deshalb werden wir Jötunheim erreichen. Hast du das gehört? Er hat sein Equilibrium gefunden. Was bedeutet das? Er meint, du sprichst weise, Atreus. Und das ist gut zu hören. Lässt sich der Tempel wohl doch drehen. Seht mal, der Baum steht auf dem Kopf. Oder sind wir das? Bin nicht mehr sicher. Junge, dein Messer. Und? Was ist das? Eine Art Weltenstein. Lass mal sehen. Thomlas Euter, das ist der Eintrachtstein. Du kennst ihn? Dass er tatsächlich existiert. Wenn Tyr ihn besessen hat, erklärt das, wie er all die Welten erreicht hat. Und andere Länder noch dazu. Er hielt ihn. In Odins Bibliothek. Ja. Ja, das ist es. Jetzt begreife ich erst. Darauf ist Tyr in der Zwischenwelt abgebildet. Du weißt ja, verlasse niemals den Pfad. Tja. Tyr folgte immer seinem eigenen Pfad. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Zwischenwelt. Auf Tyrs Schrein war also zu sehen, wie er den Ast des Weltenbaums verlässt. Und du glaubst, um den geheimen Weg nach Jotunheim zu erreichen, müssen wir das auch tun? Das tue ich. Oh je. Das ist ein voller Ernst, nicht wahr? Was hat euch so durcheinander gebracht? Bewegt euch! Können wir noch etwas für dich tun? Nee, nur schön, dass ihr da kommt. Ah. Ja, dasselbe gilt für euch. Ha! Ich hab mich einfach zu wichtig. Hast du ihm gesagt, was er hören musste, habe ich den Eindruck. Hopfen! Tut mir leid. Was ich gesagt habe, ist verzeihung. Hab ich längst. Wie du sagst. Wir kommen klar. Jetzt zurück an die Arbeit, bevor ich sentimental werde.